Huse Leute, ja und willkommen zurück zu einem neuen Part von No More Heroes 2. Ich kann's nicht glauben, Leute, ich habe das Training geschafft, ich muss die blöde Schwuppe nie wiedersehen. Was heißt blöde Schwuppe? Nein, ich sag sowas nicht. Also ich, wie gesagt, ich bin halt tolerant gegenüber Homosexuellen und sowieso alles. Also ich bin eigentlich, glaube ich, der toleranteste Mensch auf der ganzen Welt. Sage ich einfach mal so. Vielleicht bin ich's nicht, ist mir scheißegal. Okay, auf zum Rolling Cradle Highway. Auf zum nächsten Rangboss. Kampf, irgendwas. Mein Gott, Leute, ich bin so froh. Ich bin gerade so voller Freude. Ach, 300 Abonnenten. Mir gefällt mein Job sogar. Ich habe das Training geschafft. Es geht gerade echt nicht besser. Okay. Was geht jetzt hier ab? Ah, okay. Aha, aha. Aha. Okay. Ah, okay. Also geht's wieder. Okay. Kann ich hüpfen? Ah, ich kann sogar hüpfen. Cool. Das wusste ich sogar nicht mal beim ersten Durchspielen. Okay, dann machen wir mal Nitro. Bei Nitro fühlt sich wieder auf, wie ich sehe. Wenn man Sachen rammt. Das ist doch sehr erfreulich. Da kann ich quasi Dauer durchfahren. Ich muss die ganzen Teile treffen auf Dauer. Ach, Mist. Schade, schade. Komm her. Ich muss was treffen. Da. Da war so ein paar Sachen, aber es wird nicht reichen. So. Das ist schön. Jetzt reicht's wieder. Ja. Wie man sieht, wir haben fast dieselbe Ausfahrt wie damals, als wir zu Darkstar gefahren sind. Aber nur ohne Gegner. Und es sieht etwas besser aus, muss man ganz klar sagen. Yeah, Leute! Sieht schon ganz cool aus. Und hüpfen! Ach, Karl, wollte nicht mehr. Schade. Und... Badam! Ihr habt mich getroffen. Ich bin auch ein wahrer Held. Okay. Santa Destroy is a magnet for the bizarre. There are things I still don't understand. It is a melting pot. Not only of cultures and people, but even space and time. Did the hero survive? Ja, eine weitere Cutscene von Silver Crystal. Was könnte das eben heißen, was sie gemeint hat? Ich verrate es nicht. Ihr müsst es selber erfahren. Yay, Alter, Bam, alles zernichten und zerstückeln und. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Bam, 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 bam. Sehr schön. Und die Grafik sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, wie ich finde. Für die Wii zumindest. Da haben sich die Entwickler doch was... Oh, was sieht denn die Wolken da hinten? Das sieht ja voll krass aus. Sehe ich jetzt zum ersten Mal, ey. Oh, da hinten ist ein Lichtschein. Aha, aha. Könnte das jetzt wieder heißen? Wir fahren voll drauf zu. Ob denn das dabei nicht so gesund ist? Hüpf doch jetzt mal. Hüpf! Hüpf, du blöde Sau! Ah, doch rechts hüpfen. Ah. Jetzt kommt schon der Boss. Der ist eigentlich ganz cool. Ja. You've got to be. Mayday, Mayday, Mayday. Spaceship Volk to Mother. Do you copy? Please respond. Spaceship Volk to Mother. Looks like I've been followed by an American. Hä? Oh. What the hell? I gotta fight a whole fucking space program now? Attack unsuccessful. Reacquire target and eliminate enemy. So, der Boss ist echt ganz cool. Macht echt Spaß, aber wie halt so, wieder so ein Boss ohne Seele eigentlich. Also, das Ende ist schon besser. Als das, was der Anfang ist. Okay, jetzt beamt er sich hin und her. Und, Achtung. Und jetzt rauf. Okay, und, der hat da dieses Schutzschild, warum muss er von hinten kommen? Und der kann halt diese Steine schmeißen, ist auch relativ blöd. Und ich kann den, ach, ich muss den echt ausweichen, ich dachte, ich könnte jetzt noch das schlagen. Okay, was macht der jetzt? Okay, beamt sich wieder weg. Die Kisten sind halt
Wow, okay, muss ich aufpassen. Ah, oh, nicht gut. Ich darf natürlich nochmal gegen. Klar, natürlich. Ich glaube, ich werde nochmal kurz... Ah, nee, das schaffe ich jetzt nochmal so. Mal schön von unten draufhauen. Sehr, sehr schön. Zack, 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 zack. Aber ja, der wird noch schwieriger. Also, das sieht momentan wieder recht relativ leicht aus. Okay. Ja, das, oh, jetzt muss ich wirklich nachladen. Nicht so schön. Vor allem jetzt, wenn er das macht hier... Oh Gott, der Laserstrahl ist echt gefährlich. So, nochmal ein bisschen draufklatschen. Ich sehe nichts mehr. Respawned. Okay. Und drauf! Okay, er sieht Sternchen. Kann ich ihn eigentlich finishen? Also jetzt so Resting Move machen? Ich glaube, ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Wie denn auch? Also, wäre schon krass. Aber wir haben schon die erste Hälfte, das erste Drittel wieder weg. Und jetzt kommen wieder die Steine. Und ausweichen. Und ausweichen. Und ausweichen. Und ausweichen. Sehr schön. Jetzt muss ich wieder den Typen näher rankommen. Und, ja, er bringt sich wieder weg. Okay, okay, wenn er schießt, kann ich... Jetzt kann ich angreifen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ach, ich wollte gerade mit dem Tiger zu schlagen. Ist ja perfekt gewesen. Oh, oh, nicht treffen lassen. Okay, und jetzt draufhauen. Schön, 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 schön. Hört doch ab. Jetzt. Das bringt nichts. Nein, er bimmt sie weg. Wie doof ist das denn? Wo ist er? Ach komm, ich muss das doch ausnutzen hier. Komm, 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 komm. Ich bin gerade unbesiegbar. Hier kriegt er gar nichts. Also jetzt Angriff. Was? Werf an. Toll, das bringt nichts bei diesem Gegner. Wie kacke ist das denn? Toll. Das war früher gewusst. Egal. So. Und zack, 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 zack. Ich will alle Bossdauer auch bitter machen, sonst lohnt es sich echt kaum. Oh, 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 nicht gut. Nicht gut, ich muss hier ganz schnell weg. Ja, das ist halt gefährlich, ne? Wenn ihr den Impulsstrahl von Common Conquer kennt, ist es so eh nicht böse. Oh, was macht er jetzt? Wow, okay. Oh, nicht gut. Okay, okay, es geht hier wieder in die Luft. Nicht gut. Wow. Wenn das trifft, macht das enorm viel Schaden, wie ihr euch denken könnt. Und deswegen bin ich außer Reichweite, hoffe ich. Okay. Response, response. Du kannst dich mal mit deinem Response ausweichen. Und ausweichen und... Oh, wow, das ist böse Kombination. Okay, schön, 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 schön. Weg mal auf den Sack geben. Und ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja, ist ja schön. Und drauf, und drauf, und drauf, und drauf, und drauf, und drauf. Und das war's. Geil. Das war Captain Wladimir. Der russische Astronaut. Yes! Macht einen kleinen Beam. Und zerstört dabei den Satelliten. Bumm, eine Atomexplosion, warum auch immer. Und das ist er. My ship. It's over, Captain. This is Earth? Yeah. Welcome home. So, I'm finally back. After all this time, fresh oxygen, blue sky, beautiful as I remember. Glory to the Soviet Union. Ja, das Traurige an diesem Boss ist einfach... Na, Captain Wladimir ist tot. Das Traurige an diesem Boss ist einfach, dass er eigentlich nicht wusste, dass er auf der Erde war und hat gedacht, hier, wir wären noch in der Kalten Krieg und wir Amerikaner wollten ihn besiegen und so weiter. Ja. You are now ranked third. Just leave him alone. Let him rest in peace. We must dispose of the remains. It's policy. Screw your policy. He's back with the Earth after who knows how long. You're not gonna suck him up with your damn vacuum. Dass sie echt so ein Vakuumteil haben, Leute aufzusaugen. Oh, wo ist Captain Wladimir hin? War er doch nur ein Geist oder was war er? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt so
so oder so Nummer 3 der UAE-Rangliste. Tja, da kommt nicht mehr viel. Da kommt nur noch Platz 2 und dann Platz 1. Tja, und weil das jetzt gerade viel zu schnell ging, mache ich noch ein bisschen weiter. Je nachdem kann ich doch noch ein paar neue Sachen einkaufen. Ne? Also erstmal sichern. Und ich speichere über den 5. drüber. So. Und wir sind Rang 3, haben jetzt ungefähr, na, ja, 13 Stunden und 47 Minuten gespielt. Das meiste habe ich natürlich offscreen gemacht. Das ist wirklich so, aus so dermaßen viel Zeit, die drauf geht, das glaubt ihr gar nicht. Ja. Dann. It's the final Akashic point. Look for the hero's face. The hero's face. Damn you. Naja, gut, wir müssen natürlich nicht suchen. Wir müssen aber darauf klicken, wo wir dann sagen, wir machen das jetzt einfach. So, lassen wir noch kurz gucken, ob Jim was für uns Neues bietet. Zum Glück nicht. Mit Jeans sind wir zum Glück fertig. Kühlschrank können wir nicht mehr aufmachen. Vielleicht geht's was Neues in den Weekly Backdrops. Ich glaube, es sieht dann nach so aus. Ja, ein neues Weekly Backdrops. Sehr, sehr schön. Da steht High Angle Belly to Back Suplex Sonderausgabe. High Angle Belly to Back Suplex gelernt. Yeah! Geht doch. So. Und ja. Gehen wir erstmal raus. Ach, geht schon direkt los, oder wie? You've heard about two of the supernatural gateways in Santa Destroy. The third led to the most fitting mystery of all for a city fixated on the ranks. Sealed from the cacophony of modern life, there lived the last ascetic. Abstaining from all worldly indulgences, the ascetic spent every waking hour in training. Battle had become an obsession for this warrior, the end-all, the raison d'être. You know I've never abstained from anything. Still, I can relate. When you're so focused on any goal, it can make you blind to what you truly desire. Das mag wohl stimmen. Das mag wohl stimmen. Denn der nächste Boss ist auch wieder ein sehr tragischer. Mehr will ich dazu auch erstmal nicht sagen. Ich will euch ja nicht spoilern. Auf jeden Fall auch. Das ist ein Boss, der ist richtig hart. Der ist auch richtig schwer. Okay. Also, ne, da können wir aber zum Akasha Punkt 3 gehen. Aber nein, wir gucken erstmal natürlich nochmal in Airport 51. Ich weiß nicht, ob es echt noch ein paar Sachen gibt oder nicht. Also ich glaube, das war jetzt die letzte Klang, die wir uns holen konnten, diese Trainingsanzug. So viel ich jetzt weiß. Aber gucken wir nochmal rein. Und da muss ich schon wieder brüllen. Okay. Oh Gott, Hilfe. Ich krieg's nicht hin, Leute. Es ist jetzt schon ein Minusbereich. Ich hab was Geiles gefunden. So. Also es ist nicht leichter für mich zu machen. T-Shirts. Gibt's nur T-Shirts? Es gibt neue T-Shirts. Gut zu wissen, aber für mich ist erstmal interessant, gibt's eine neue Jacke. Nee, seht ihr? Diese hässliche Kleidung, die wir gerade tragen, ist die letzte, die man im Spiel kaufen kann. Ich finde das ein bisschen... Naja. Und trotzdem gucken wir uns nochmal um, ob es vielleicht doch noch was gibt, was Neues. Eine Sonnenbrille gibt's auch nicht mehr. Schweißband. Nein. Gürtel. Nein. Schuhe? Nein. Gut. Aber da gab es noch ein T-Shirt zu holen. Hoffentlich kostet es nicht über 100.000 LB-Dollar, denn dann wäre das zu teuer. Ich denke aber nein. Ich klicke mich gerade ganz schnell durch. Ja. Komm her. Da war noch ein Shirt. Ich bin noch nicht blind. Da ist es. Für 12.000. Das sieht cool aus. Das sieht mal echt cool aus.
Gut. War das der letzte Shirt, was man kaufen konnte? Ich check's nochmal kurz durch. Sieht danach aus, ja. Gut. Dann haben wir alles gekauft. Wir haben alle Rachemissionen gemacht. Wir haben alle Geschenke bisher gefunden. Wir haben Rachemissionen, wir haben das Training geschafft, wir haben alles gekauft. Ja, wir sind fast auf 100% Kurs. Gut. Dann sage ich wieder Tschüss. Maske. Und wisst ihr, was ich noch jetzt noch machen werde für diesen Part? Ich werde mich noch einkleiden für die letzten beiden Kämpfe. Noch passend. Alles andere ist dann noch reines Durchrushen. Okay, auf ins Motel. Und ja. Jo. Dann sind wir schon fast durch mit dem Spiel. Krass, wie schnell das geht. Es ist unglaublich. Ich find's unheimlich schnell. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ich find's ziemlich schnell. Ich weiß noch gar nicht, was ich für ein neues Projekt anfangen werde nach No More Heroes. Ich weiß es gar nicht. Passend wäre eigentlich ein Spiel, was auf dem PC bald rauskommen wird. Weil ich auch schon mal bei Prey angekündigt habe. Aber es ist noch nicht draußen, es kommt erst Ende des Monats raus. Okay, T-Shirt. Zieh mir erstmal Jacke an. T-Shirt entscheide ich ja zum Schluss. Gut, gucken wir uns die ganze Jacke nochmal an. Diesmal zu kurz, das sieht ein bisschen blöd aus, wie ich finde. Die ist eigentlich ganz cool, aber sieht man zu wenig vom Shirt. Aber ich glaube, das ist mir diesmal egal. Trotzdem gucken wir uns gerade den anderen Shirt und die anderen Jacken nochmal an. Okay, dann nehmen wir, wie gesagt... Ach genau, wir haben ja dieses jackenlose Ding. Genau, da habe ich fast vergessen. Genau. Da kann man nämlich alle T-Shirts noch mit ansehen. Wie gesagt, das werde ich auch nochmal zeigen. Alles klar, dann nehmen wir uns wieder diese Cyberjacke. Und Hose ist dann... Na, das ist die Hose. Die finde ich irgendwie am coolsten. Jetzt gibt es dann natürlich auch die Metro Rebellion wieder. Die Quatsch, die Cyber. Die passt halt wieder eher, aber die ist mir eigentlich zu hell. Die ist mir einfach zu hell. Deswegen, ich finde das eigentlich so passender. Sonnenbrille. Gucken wir uns das auch mal wieder an. So. Die Lila finde ich eigentlich wieder ziemlich cool. Ja, ich gucke es mir noch ein bisschen an. Denn je weniger es passt, desto besser ist es ja eigentlich. Ja, ich hole mir die hier. Es wird jetzt echt ein bunter Mix aus allen Klamottenstilen. Okay, Schweißband. Da haben wir das Nietenband. Ich als alter Rocker müsste eigentlich auf Nieten gehen, aber hier gehe ich wirklich komplett auf Style. Und ich gehe auf Nerd. Wie ich finde, passt das am... Oh, bis auf das Pinke hier. Was war nochmal Cyber? Da haben wir es halt grün. Ist ein bisschen langweilig, wie ich finde. Komm, dann machen wir auch hier mal das Mad Rebellion mit dem Nietenband. Ja, das machen wir. Und den Gürtel. Da hole ich jetzt wieder den besten Gürtel raus. Den ich schon mal hatte. Da ist er wieder. Oder? Guck mal, was es noch so gibt. Nee, der Dude ist der Beste. Gut. Und die Schuhe. Da nehme ich wieder meine Lieblingsschuhe. Die sehen so geil aus. Die hier, die würde ich mir auch, die würde ich auch zu Hause anziehen. Die sehen so geil aus. Alles klar. Gut. Dann wählen wir nur noch das Shirt aus. Und dann werde ich diesen Part auch beenden. Muss halt auch gut aussehen auf der Jacke. Das heißt, es muss schmal sein und gut zu erkennen. Ein Fahrrad. Ein gelbes Fahrrad, nein. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Andere Farbe sieht es auch nicht viel besser aus. Nee. Nee. Ach, das ist immer so eine Entscheidung. Der Panda ist eigentlich auch ganz cool, aber ist mir eigentlich zu... Nee. 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 Der ist mir zu nee. Das ist eine ganz eindeutige Aussage, der ist mir zu nee. Jetzt habe ich hier wieder eine Cat mit Kuh. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Aber ich gucke mich trotzdem nochmal um. Vielleicht finde ich noch was Besseres.
komm her. Damals war ich immer Fans von Shirts mit Nummern drauf. Ich weiß nicht warum. Das sieht direkt auch nicht schlecht aus. Ich behalte es mal im Auge. Ja, weiß auch nicht warum. Ich bin manchmal so... Ich hatte manchmal mal eine bekloppte Phase. Oh, ein Regenbogen. Double Rainbow, all the way. Das sieht auch wieder ganz cool aus. Ha, ich bin am Zögern, ich bin am Zögern. Eigentlich hatte ich nämlich ein anderes Shirt vorgesehen, was gleich kommt. Ich werde das gleich entscheiden, wenn ich das gleich gesehen habe. Wo ist es denn? Das ist es. Hatte ich schon mal angehabt. Finde ich immer noch enorm geil, weil es farblich irgendwie ganz, ganz cool passt. Ja, wieder Pizza. Nee, das ist mir zu bunt. Nee, Leute. Ich glaube, ich habe mich entschieden. Was gibt's denn hier noch? Hey, wo habe ich die alle her? Hä? Okay. Wo habe ich die alle her? Habe ich die gekauft? Ich glaube nicht, oder? Egal. Gut, ich kaufe mir das 25er Shirt. Auch wenn ich mittlerweile schon Rang 3 bin. Es ist mir egal. So, komm her. Super, das haben wir auch angekleidet. Ich finde, wir sehen cool aus. Und ja, dann werde ich mich verabschieden. Und dann sehen wir uns im Kampf, oder erstmal auf dem Weg zu Rangkampf 2, Leute. An dieser Stelle werde ich mich verabschieden, Leute, und tschüss.